Hallo zusammen, mein Name ist Michael Wittmann und in meinen Videos nehme ich euch immer ein Stück mit in mein Leben. Ja, und heute ist was ganz Besonderes geplant, denn ich fahre nach Remchingen. Dort veranstaltet mein Hausarzt nämlich die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus. Und ich habe mir da einen Platz gesichert und will da auch gleich mal gucken, wie das denn entsprechend so abläuft. Und da nehme ich euch entsprechend mit. Ich muss mich aber beeilen, weil meine Bahn fährt. Also auf zum Bahnhof. So, die Haltestelle hier sorgt auch immer wieder für ein bisschen Verwirrung, weil sie heißt nämlich Wilferdingen-Singen, wobei wir hier im Ort Remching sind, der halt aus den Teilen Wilferding und Singen besteht. Naja, so, vom Bahnhof aus muss ich mich jetzt noch zur Kulturhalle aufmachen. Jetzt bin ich ja tatsächlich schon richtig an der Kulturhalle und natürlich deutlich zu früh, weil mein Termin ist ja genau um 12:03 Uhr. Also
Das hat mich schon erstaunt, dass man mir so eine präzise Uhrzeit genannt hat. Okay, ich habe mich jetzt auch schon kundig gemacht, wo ich genau hin muss. Das heißt, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen Wartezeit. Ja, mal gucken, wie ich die entsprechend verbringe. So, und das war es schon. Jetzt bin ich Corona geimpft. Tja. Das Ganze war vom Ablauf wesentlich unspektakulärer, als ich eigentlich ja, angenommen hatte. Leider hat man mich schon gleich am Anfang, als ich hier auf die Kulturhalle zulief, abgefangen und ein Ordner meinte, dass es nicht besonders gern gesehen wird, dass ich hier filme. Okay. Ich habe mir das Ganze dann natürlich gespart. Bericht euch jetzt einfach, wie das Ganze ablief. Ich war ja rechtzeitig da, also mein zugewiesener Zeitslot war ja 12:02 Uhr oder war es 12:03 Uhr? Sehr präzise. Und ich war ja schon eine knappe Stunde vorher da, einfach weil ich ja mit der Bahn auch ein bisschen Zeit einkalkulieren musste und falls nur irgendwo Sachen mit den Formularen aufkamen. Und so kam es dann auch. Ich hatte mir zwar diesen Fragebogen und dieses Aufklärungsdokument, dieses Informationsdokument zum Wirkstoff heruntergeladen und ausgedruckt von der Webseite meines Hausarztes. Aber irgendwo war das wohl nicht die Version, die sie hier vor Ort vorliegen hatten. Also hat man mir das Formular nochmal in die Hand gedrückt, mich rausgeschickt, um mir das Ganze durchzulesen und zu unterschreiben. Das habe ich dann natürlich getan. Im Wesentlichen stand da jetzt zwar auch nichts anderes drin, wie bei dem Material, das ich mir schon runtergeladen hatte, aber ja. Da darf man, glaube ich, einfach, ja, da muss man 5 gerade sein lassen. So, dann gab es eine kleine Schlange in die Kulturhalle selber hinein, wo dann tatsächlich geimpft wurde. Es gab ein kurzes Beratungsgespräch bzw. die Rückfrage, ob ich denn noch irgendwelche Fragen hätte zur Impfung, die ich aber nicht hatte. Da ich keinen Impfausweis mehr habe oder mehr hatte, habe ich mir dann noch eben einen neuen Impfausweis geben lassen. Hat mich 5 € gekostet. Ist aber okay. So, und dann ging es aber auch schon weiter. Nächste Station war mein Arzt. Ein kurzes Hallo. Er brauchte den Oberarm. Ich durfte mir aussuchen, welche Seite. Ich habe mich jetzt in den linken Oberarm spritzen lassen. Ein kleiner sachter Pieks, der war kaum zu merken. Und dann war es schon vorbei. Tja, bei Impfungen als Kind gab es früher immer noch mal ein Guzele. Da hat er jetzt natürlich keine gehabt. Aber Schokoladenkäfer hat er da liegen gehabt, aber da habe ich drauf verzichtet. Ja, war aber unspektakulär. So, im Anschluss wurde ich wieder nach draußen gebeten. Dort gibt es dann noch so einen Wartebereich, wo ich 15 Minuten warten musste. Also einfach sitzen, abwarten. Wurde dann entsprechend aufgerufen. Mir wurde nochmal die Frage gestellt, wie ich mich fühle, ob es irgendwelche Beschwerden gibt. Mir geht es aber gut. Also im Moment habe ich gerade keine wirklichen, ja, Vorkommnisse, außer dass ich Hunger habe. Ich hätte frühstücken sollen. Naja, und damit bin ich entlassen, bis ich im Juli meinen nächsten Termin wahrnehmen kann. Ja, alles deutlich unspektakulärer, als man sich das eigentlich vorstellen kann.
Im Vorfeld habe ich natürlich die Zeit genutzt und habe noch mit dem Ordner gesprochen, der hier so ein bisschen für, ja, Ordnung sorgen sollte. Also sein Hauptjob war in erster Linie, die Leute abzufangen und zu fragen, wo genau sie denn hin wollen. Natürlich hat jeder gesagt, ja, ich bin hier zum Impfen. Aber die Aktion hier ist wohl so eine Kooperation zwischen den Gemeinden Königsbach, Remchingen und eben meinem Hausarzt, der in Pforzheim sitzt. Ja, insofern hat mich das ja auch schon gewundert, dass ich hier nach Remching zum Impfen komme. Aber wie gesagt, die haben da wohl kooperiert. Und je nachdem, wo man herkam, wurde man dann in einen separaten Eingang gewiesen. Das Ganze, die Kulturhalle hier ist ja so eine Mehrzweckhalle, die sich entsprechend unterteilen lässt. Und ich denke mal, dass da einfach für Remching und für Königsbach genau die gleiche Struktur aufgebaut wurde, wie sich ja jetzt mein Hausarzt zur Verfügung hatte. Ja. Ich habe auch natürlich noch ein bisschen mit dem Ordner gequatscht, was hier los war, ob denn ein großer Andrang war. Er meinte, für heute wären tatsächlich insgesamt 500 Impfungen eingeplant. Und das wäre wohl schon das dritte Mal, dass das Ganze stattfindet. So, jetzt natürlich das erste Mal, dass ein Hausarzt entsprechend freigegeben war, also mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und ja, dass das eigentlich ganz gut angenommen wird. Wie gesagt, heute 500 Dosen, die sie insgesamt verimpft haben. Ich war ja so circa 11 Uhr hier und da war der Andrang nicht so riesengroß. Er meinte aber so, der große Schwung an Leuten wäre tatsächlich schon heute Morgen um 9 Uhr vor der Tür gestanden und hätten geimpft werden wollen. Ach ja, das mit meinem Zeitslot war dann übrigens doch auch nicht ganz so genau zu nehmen, weil aufgrund dieser Formularthematik hatte ich mich natürlich dann schon um 11:30 Uhr an die Schlange zum Eingang gestellt. Die Formulare waren schnell erledigt und es ist jetzt natürlich genau 12 Uhr, wie ich die Kulturhalle verlassen habe. Also ich habe eigentlich genau eine halbe Stunde gebraucht. Vom Zeitaufwand absolut unspektakulär. Ich hatte erwartet, dass das wesentlich länger dauert. Ja. Ich muss aber auch sagen, das ist hier richtig gut organisiert. Also es gibt eine ausreichende Anzahl von Helfern. Die Ansagen, die die Leute machen, sind präzise. Also sie sagen dir ganz genau, wo du hingehen musst, was jetzt als nächstes passiert. Wann du entsprechend entlassen bist. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja so ein Freund von klaren Ansagen. Ja, insofern top organisiert. Natürlich auch mit entsprechend Personal. Ja, also es gibt eine ganze Menge Leute, die hier die unterschiedlichen Aufgaben machen. Allein schon in der letzten Station waren sie zu fünft, die Leute zugewiesen haben, die von der Impfung kamen, dass sie dann sich hinsetzen durften. Und dann kriegt man halt eben diese Unterlage abgenommen, die dann auch beim Arzt verbleibt. Ja, wahrscheinlich würde da drauf vermerkt, wenn nach dem Impfen, also nachdem man entlassen wurde, man noch irgendwelche Bedenken äußern würde, kann ich mir vorstellen. War jetzt aber bei mir natürlich nicht der Fall. Ja. Okay. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich dachte, das wird sehr viel spektakulärer. War es aber dann tatsächlich nicht. Ja. Weil man große Bedenken hatte, dass hier in dem Video vielleicht irgendwelche Leute zu sehen, die sich
impfen lassen und die dementsprechend dann vielleicht in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt werden. Verzichte ich jetzt auch einfach mal noch drauf, nochmal die Kulturhalle aufzunehmen. Ich bleibe einfach bei mir. Ich habe mich jetzt gerade auch ganz bewusst so ein Stück weit abseits gestellt, dass ich auch ja niemanden mehr, der beim Impfen war, vielleicht mit im Bild hätte. Ja. So, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, habt ihr euch schon impfen lassen? Oder ist bei euch geplant, dass ihr euch impfen lasst? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, die ganze Aktion, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Ihr wisst, das hilft mir und ist so ein bisschen meine Belohnung dafür, dass ich mir hier die Mühe mit dem Video mache. Und wenn ihr mehr Videos aus meinem Leben sehen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und drückt die Glocke, dass ihr immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video veröffentliche. So, das war's jetzt aber tatsächlich. Ich gucke jetzt noch, wo ich noch was zu essen kriege und wir sehen uns spätestens nächste Woche in einem neuen Video. Bis dahin, ciao.